Hi, ich bin Pascal und ich bin hier bei Antenne Thüringen Volo. Anlässlich des Weltradiotags habe ich mich gefragt, warum geht man denn überhaupt zum Radio und wie kommt das? Und da meine Geschichte schnell erzählt ist, ich möchte unglaublich reich und unglaublich berühmt werden, dachte ich mir, frage ich mal jemanden, der es besser wissen müsste. Also roll ich mal los. Sag mal Jens, wieso bist du denn eigentlich zum Radio gegangen? Wie ich dazu gekommen bin, wieder Bock zum Gärtner. Ich hab in Jena studiert, BWL, und da gab es einen Studentenclub, der heißt Med-Club. Einige kennen das vielleicht noch. Und da war ich dann irgendwann mal der Clubchef, also ne, der so Hut für die ganze Geschichte aufgehabt hat. Und wir hatten immer dienstags und donnerstags auf und ich wollte unbedingt, dass noch ein extra Tag noch mit voll wird. Es war mal brechend voll an den beiden Tagen. Also was habe ich gemacht? Da hat ein Radiosender gerade aufgemacht, ein Bürgerradio, OK Jena. Und da habe ich zu meinen Leuten gesagt, ich sage, Mensch, lass uns da eine Sendung machen, dann können wir das ein bisschen das Sprachrohr vom Med-Club machen. Den gibt es heute leider nicht mehr. So. Den Sender aber schon. Den ja natürlich, auf einem Hörfunkkanal, super. Und dann haben wir das mal gemacht, ich glaube, das war dienstags, die Sendung hieß JFK, die Vornamen von den dreien, die es gemacht haben. Und es ging immer so eine Weile hin und her. Und irgendwann war dann ein Redakteur von Antenne Thüringen auch in der Kneipe, in diesem, da gab es abends Disco und so weiter. Und der hat das dann nur mitgekriegt, dass ich das bin. Und das fanden die wohl hier bei Antenne Thüringen auch super. Na, hat mich angequatscht, hey, hast du nicht mal Lust, bei so einem Casting mitzumachen? Haben die das damals gesucht für den Jugendsender, für Radio Top 40. Und da habe ich gesagt, ach, ist nicht so meins. Naja, aber dann bequatscht hin und her. Und dann war ich dann halt da und habe dann halt gesagt, was ich mache. Und dann weiß ich noch, da war ich so aufgeregt, da habe ich das Mikrofon gehalten. Und dann hat das dann so gewackelt, dass ich mich dann auf der Bühne, wo man das performen sollte, was ich vorstellen sollte, habe ich mich dann hingesetzt und habe dann mit beiden Händen das Mikrofon angefasst, weil ich so gezittert habe. Naja, dann haben die gesagt, wir melden uns. Und dachte ich mir, naja, dann war's das. Aber ja, und dann kam der Anruf und dann hat sich das ergeben und seitdem bin ich jetzt bei Antenne Thüringen. Das war 1999. Das ist die Geschichte. Zum Glück geht mir das nie so. Nee, aber ich will sagen, Quereinsteiger ist schon, also man kann das immer, wenn man irgendwo Interesse hat, kann man überall landen. Und da muss man jetzt das nicht gelernt haben oder was, ich bin ja völliger Quereinsteiger. Aber Hauptsache, es macht Spaß. Hast du noch ein Wort zum Weltradiotag, der heute ist? Ja, hoffentlich gibt es das Radio in 10, 20 Jahren auch noch so, wie wir das kennen. Ansonsten, ich höre auch schon online. Hoffentlich ist das so, sonst habe ich die falsche Berufswahl getroffen. Du, sag mal, Osti, ich habe eine Frage an dich. Wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Ganz witzig. Ja. Mit dem Auto über die B87 von Ilmenau Landstraße. Ich glaube, eine bessere Antwort kriege ich nicht, oder? Du, das fängt ja schon hier an. Da war ich, glaube ich, 9 oder 10. Da gab es den ersten Traum, die erste Vorstellung. Da habe ich meinen ersten Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Und von da an stand fest, da will ich hin. Ins Radio. Und irgendwann hat es ja mal geklappt, ne? Du bist dieser Thomas Ostermann. Ja. Dankeschön, ich gehe mal weiter fragen. Sag mal, du Wenke, ich habe eine Frage an dich. Wieso bist du eigentlich damals zum Radio gegangen? Ich meine, was hat dich denn da geritten? Was hast du die für eine Mütze auf? Das wäre die nächste Frage gewesen. Aber mal im Ernst, wieso Radio? Als ich 14 war, habe ich als DJ angefangen. Mein Vater war schon zur DDR-Zeit ein DJ und an einem Wochenende hat er zu viel ins Glas geguckt, zu tief ins Glas geguckt und stand Sonntagnachmittag, weil er selber keinen Bock hat, bei mir im Kinderzimmer und hat mich gefragt, ob ich nicht auch DJ werden will. Entweder heute oder nie. Ich hatte eine halbe Stunde Bedenkzeit. Ich habe ja gesagt und dann ging das los. Ich habe dann schon ganz früh als DJ gearbeitet. Als ich 16 war, hat mein Vater ein Zeitungsinterview gegeben, was er sich für mich als Tochter wünscht. Und da hat er gesagt, er würde mich gerne später mal im Radio hören. Ich habe dann auch tatsächlich ein Praktikum gemacht beim Radio. Die haben aber damals niemanden gesucht. Also sie haben dann Sportreporter vorgezogen, was ich nicht war. Also waren die Chancen gleich null. Dann hatte ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch bei der Ostseewelle und ich werde das nie vergessen. Der leitende Chefredakteur hat mich gefragt, über welches Thema ich eher berichten würde. Über die Wahlen in MacPom oder über den Inhalt einer Handtasche einer Frau. Ich habe gesagt, der Inhalt der Handtasche einer Frau würde ich. Damit hat er mich dann quasi aufgeworfen. Er wollte mich nicht, das war der Grund, nein. Die Wahl wäre die richtige Antwort gewesen. Und ein halbes Jahr später habe ich wieder mit meinem Vater eine Disco im Stadthafen von Rostock gemacht, für die Ostseewelle als Off-Air-Moderator. Es hat gegossen in Strömen und der damalige Programmdirektor Steffen Schambach war da und hat sich einfach an meiner frischen Art erfreut und hat gesagt, die Frau gehört ins Radio. Und 2 Monate später hatte ich eine Sendung, eine Vormittagssendung, weil nämlich die Vormittagsfrau aufgehört hat und ihr händeringend jemanden suchte.
ich sage jetzt mal nicht, dass ich hier schon seit 6 Monaten bin, also. Aber auf jeden Fall können wir quasi dem Alkohol danken dafür, dass das alles jetzt so gelaufen ist. Ein Stück weit schon. Cool. Ich gehe mal weiter. Lange Geschichte, oder? Dass ich zum Punkt gekommen bin. Aber das Schöne ist ja beim Radio, man sieht uns nicht. Hey Julia, sag mal, was hat dich eigentlich geritten, zum Radio zu gehen? Ich wollte Menschen eine Freude machen. Und das schaffst du jetzt als Programmchefin hier bei Antenne Thüringen? Das konnte ich als Moderatorin schon, das konnte ich jetzt als Programmdirektorin. Menschen überraschen, Menschen eine Freude machen, ihre Lieblingshits spielen, Menschen begeistern, Menschen zum Lachen bringen. Das kann man in diesem Job. Ist da irgendeine peinliche Story, wie du wirklich dazu gekommen bist? Nein, aber ich wollte es unbedingt und bin nach kurzer Zeit schon wieder aus dem Studio geflogen, weil ich so aufgeregt war, dass meine Stimme wie eine Mischung aus Mickey Mouse und Goofy im Schnelldurchlauf klang. Also ich würde dir erzählen, dass das bei mir am Anfang genauso war, aber das weißt du, weil du die Programmchefin bist. Ja, deswegen weiß ich aber auch, dass man vieles lernen kann und dass manches auch ein bisschen Übung und Erfahrung braucht. Hast du noch ein paar Worte zum Weltradiotag heute? Schaltet ein. Super Schlusswort. Dankeschön.